bin ich übers Internet zufällig auf das Buch von Johann Ehre gekommen, Drogen, die Geschichte eines langen Krieges. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich auch drinnen gefunden, eben die Vereinigung in den USA von Polizisten, Richtern und Staatsanwälten, die sich für eine humanitäre Drogenpolitik einsetzen, weil ich mir von Haus aus schon gedacht habe, wie lange soll das mit dieser Situation weitergehen? Hallo und herzlich willkommen zur Botanic Connection Show. Ich freue mich schon auf das Gespräch in unserer nächsten Episode mit Josef Horacek, ehemaliger Polizist und Kriminalbeamter außer Dienst, vormals bei der Bundespolizeidirektion Wien, der unter anderem die Facebook-Gruppe Gemeinschaft für eine menschliche Drogenpolitik in Österreich gegründet hat und die Bürgerinitiative initiiert hat, nämlich zwecks Änderung der bestehenden Drogenpolitik im Sinne einer menschenrechtskonformen Drogenpolitik von Schadensminimierung, Eliminierung des Schwarzmarktes, Erhöhung des Jugendschutzes sowie Entkriminalisierung von Drogenkonsument, Konsumentinnen. Die Grundlage dafür war der Berliner Aufruf für eine menschliche Drogenpolitik. Wir werden auch natürlich im Fokus dieses Gesprächs über Cannabis sprechen, vor allem medizinisches Cannabis. Es geht um die Heilpflanze, Naturpflanze, Zierpflanze. Es geht im Prinzip um alle Naturpflanzen. Bin ich schon sehr gespannt auf seine Gedanken, Positionierung, Perspektiven, Visionen. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, meine E-Mail ist offen, hello@thetotalconnector.com oder kd@kevandavani.com. Falls dir das Gespräch gefallen haben sollte, bitte liken, abonnieren, weiterempfehlen, teilen, retweeten, sharen, was auch immer. Das unterstützt die gesamte Arbeit, meine gesamte Podcast-Tätigkeit. Nachdem ich selber einmal Schmerzpatient gewesen bin, ist es für mich natürlich nachvollziehbar, dass wenn es wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Hanfpflanze für gewisse Sachen medizinisch sehr wirksam ist, ja, warum steht es dann noch immer auf der Suchtgiftliste der Vereinten Nationen? Mit Dr. Peter Kolber, der ein Verfechter ist für die Legalisierung von Hanf für medizinische Zwecke. Weil er selber auch chronische Schmerzpatient ist. Weil er selber Patient ist. Da gibt es eine Schwerkriminalität und das war aber auch eine internationale Geschichte. Ne? Und da greift man nicht hin, obwohl man es weiß. Ja. Ne? Also man darf da gar nicht anfangen zum Nachdenken, weil da verliert man das Vertrauen in die Rechtsstaat. Ja, absolut. Vermutlich stecken da andere Lobbys dahinter. Mhm. Ne? Wahrscheinlich auch um die Alkohollobby. Richtig, ja. Oder Zigarettenindustrie. Und alle legalen Substanzen, die am Markt sind, die haben kein Interesse, dass sich da was Neues bildet. Teilweise gibt es da auch klare Aussagen. Braucht man ja gar nicht viel herumtun. Ja. Aber auf der anderen Seite wieder bin ich seit 2017 bei einer deutschen Organisation gelandet, eben bei Lieb Deutschland, wo man also die Beendigung des Drogenkrieges fordert und die gänzliche Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten. Und das, glaube ich, das ist der richtige Weg, weil da könnte man sich viel Geld auch jetzt da in der Zeit für die Justiz sparen, wenn man die Geschichte entkrampfen möchte. Wie die neue Justizministerin dazu Stellung nimmt, haben wir inzwischen über die Bürgerinitiative mitgeteilt bekommen. Ja, also Aufrechterhaltung der Situation ist Geschichte so viel. Und die Suchtkranken werden im Gefängnis so gut behandelt und. Ich möchte nicht wissen, ob das wirklich stimmt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich bin jetzt inzwischen auch dafür für die Beendigung des Drogenkrieges. Das wird Österreich alleine nicht in Angriff nehmen. Das Einzige, was mich eigentlich positiv stimmt, ist, weil es, glaube ich, immer mehr internationale Organisationen gibt, die auch auf diesem Weg der Entkriminalisierung unterwegs sind. Selbst in Deutschland? Also, auch in Deutschland, von der Welle Amerika, wo die einzelnen Bundesstaaten teilweise sehr human
Drogenpolitik schon eingeleitet haben. Und ich hoffe, nachdem damals von Amerika die berühmte Single-Konvention ausgegangen ist, dass das auch wieder von Amerika zumindest vielleicht nicht zurückgenommen, aber zumindest humaner gestaltet wird oder der Zeit angepasst ist. Eine Hoffnung, dass sich in Zukunft erstens einmal mehr Ärzte um die Sache annehmen. Weil nur mit den Ärzten wird es gelingen, auf dem Gebiet, wenn man wirklich wissenschaftlich den Hintergrund hat, jawohl, Cannabis hilft für diese und jene Krankheiten, dann glaube ich, kann sie kein Staat mehr wehren, weil dann würde er gegen seine Bürger arbeiten. Anscheinend haben wir 1,5 Millionen Schmerzpatienten in Österreich. Ja, korrekt. Und die werden mit Opiaten versorgt. Mhm. Ich bin ja selber mit Opiatpulvern versorgt, wenn ich wieder einen offenen Fuß gehabt habe. Ich bin Gott sei Dank nicht hängen geblieben. Aber was sich da international überhaupt auch in den USA anspielt, wo die Leute reihenweise anscheinend sterben an diesen Schmerzmitteln, ist ja eine Katastrophe. Warum kommt die Weltgesundheitsorganisation zu dem Entschluss, Cannabis von, glaube ich, der Stufe 4 auf Stufe 1 herabzusetzen, weil man eben da schon drauf gekommen ist, das ist nicht so ein Teufelsgrad, wie wir jahrzehntelang uns vorgeschrieben und erzählt hat. Da gibt es ein interessantes Büchlein über die Drogenlüge. Und Matthias Brückers, oder? Richtig, ja. Also wir sind 30 Jahre lang angelogen worden, auch von unseren politischen Vertretern, die sich teilweise darum nicht gekümmert haben, und die haben halt auch gesagt, wir haben unser Kulturgut und Prost und wir haben unseren guten Wein. Bleiben wir beim Hanf als Heilmittel. Aus Solidarität habe ich jetzt seit 3 Jahren, wie immer im Frühjahr, eine Hanfpflanze gekauft und habe sie aufgezogen und dann noch den Eisheiligen im Garten angesetzt und habe zugeschaut, wie der schöne Hanf wächst. Interessant. Okay. Ja, weil ich der Meinung bin, und da sind wir bei der Bürgerinitiative, die sich inzwischen da gebildet hat, keine Pflanze ist illegal. Das ist die einfachste Lösung. Der Drogenkrieg geht weiter. Warum unnötig, brutal, sinnlos werden Leute eingesperrt, weil sie Naturprodukte konsumieren wollen? Botanic Connection. Alles über Cannabinoide in Österreich. Mehr Informationen finden Sie auf botanicmatters.com.